So, Hallöchen, und schon regnet es wieder. Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Franconia und ich möchte noch mal kurz gucken, ob wir soweit alles ausgerüstet haben. Es sieht komisch aus, aber es könnte klappen. Wieso habe ich so viele Verbände, Alter? So, Schaufel. Kuhleder. Hirschleder, das könnte ich eigentlich alles mal weghauen. So, wir haben aber alles soweit. Ja, Strauchdiebtrunk. Was ist Strauchdiebtrunk? Verbessert dein Gehör und macht dich leichtfüßig. Deine Fertigkeit, Schlössergang, Tentativ und Heimlichkeit sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Das ist sehr schön. Wir sollten das mal wirklich alles verwenden, ne? Wir werden heute... Weißt du was? Wir machen jetzt heute eine Schnellreise. Wir haben es ja schon in der gestrigen Folge versucht. Und zwar Richtung... Nicht Letechko, sondern nach Sasau müssen wir wieder. Und zwar reisen oder reiten und reisen wir hier ins Kloster. Ich hoffe... Wir sterben jetzt nicht unterwegs. Wir haben uns auf jeden Fall doch jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Ich vermute jetzt für hier tatsächlich, dass wir wieder in der Waldgegend, dass wir da wieder auf den einen oder anderen Banditenüberfall treffen werden. Hier wenigstens ist unsere Gesundheit optimal gerade. So ist natürlich immer zufallsgeneriert alles, was die Gegner angeht, aber jetzt kommen wir in die spannende Phase. Ich glaube, dass wir aber erst nach dem Fluss, wenn überhaupt, bekommen wir nach dem Fluss ein bisschen Widerstand. Letztes Mal war es ja hier an dieser Stelle. Jetzt haben wir den Fluss überquert, jetzt könnte es nochmal spannend werden hier. Hier könnte noch was passieren, nee, passiert aber auch nichts. Ja, haben wir jetzt heute Glück gehabt. Haben wir jetzt heute tatsächlich Glück gehabt. Ah, sehr schön. Denn wir haben hier noch die Quest offen. Warum? Keine Ahnung. Normalerweise haben wir sie ja eigentlich schon gemacht. Beziehungsweise abgeschlossen. Warum es nicht gespeichert hat, keine Ahnung. Vielleicht kann ja auch sein natürlich, dass es ein Bug ist. Aber ich denke es jetzt mal nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben ja auch noch hier so viel, ne? Hui. Ah, da rennt erst mal das Schwein über die... Hier, das Schwein könnte ich sein. Ein paar Meter laufen und dann erst einmal eine Pause machen. Da. So. Ich bin gespannt, Freunde. Hey, pass auf. Schnauze. Hey, jetzt pass auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal kurz geschwind eine kleine Runde Alchemie. Gegenmittel, na Frale. Was ist das Gegenmittel? Halt dich von Vergiftungen. Bereite Wasser, 2 Handvoll Distel und je 1 Handvoll Nessel und Kohle vor. Ach, dafür brauchen wir die Kohle. Scheiße. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für 2. Halt dich vor Vergiftungen. Aber welche Vergiftungen? Wir hatten noch nie irgendwie was mit Vergiftungen. Bilde ich mir ein. So, Schützentrunk. Ist nicht verkehrt. Schützentrunk ist nie verkehrt. Rang der Baden. Okay, da brauchen wir aber auch Kohle. Zornestrunk. Diese Zornestrunk könnte man machen. Wermut, Salbei, Höhlenpilz. Und Wein. Verdauungstrank hatte ich überfressen. Wenn ich besoffen bin, soll ich Alkohol zu mir nehmen. Wie doof ist denn das? Hahnenschreitrank. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihm an diesem Tag noch so einiges.
Ah, okay. Alles klar, Ritterschnaps. Das hatten wir ja schon mal. Okay, ist der Ringelblumenaufguss. Hilft auch gegen Kader, das ist schön. Lazarus-Elixier, ein Trank, der kaum Wünsche offen lässt, wenn er würde. Ah, okay, das ist natürlich sehr interessant. Schnaps. Okay, Elixier des Essers, aber stimmt aus dem geheimen Wissensschatz der Araber, das in den Umgang mit Tieren erleichtert. Ah, geil. Salbe aufgetragen, Spaziergänge. Trank des Nachtfalken. Trank des Nachtfalken. Wir müssen das mal alles machen. So kommt dieser Trank in Berührung mit jemandem's Haut. Puppenmacher-Trank, klingt geil. Gift. Wir raten uns Straßenköder vergiften oder Wildköder mit... Wie köderst du Wild? Mit Öl? Zweimal Einbeere, einmal Distel. Gib die Distel in den Kessel. Lass sie für eine Stunde kochen. Hatten wir schon Wasser der Lette. Ein kräftiger Schluck reicht aus. Ah, Wasser der Lette ist nie verkehrt, glaube ich. Ne? Schlaftrunk, wenn schlafen kann, ja, kennen wir ja alles. Bockbluttrank, wer kurzatmig plagt oder eine schwere Rüstung belastet. Ah, sehr interessant. Flugsalbe, ein Altweibersalbe, die Hexen aus dem Sabbat verwenden wir Seelen Lucifer zu. Ah, quasi hier richtige ordentliche Drogen. So, okay. Dann hätten wir mal das. Weißt du was? Wir machen da jetzt mal nichts. Wir machen jetzt da mal nichts. Wir machen jetzt einfach mal die Quest weiter. Dass wir hier. Wo ist die alte? Hallo meine Teure, Johanka. So, über die Lage hier. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Alter Darth Vader. So. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Ja, es ist immer schön mit dir zu reden. So. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Nun können wir nur noch für die Verstorbenen beten. Auf Wiedersehen. Oh, neue Hauptstufe entreicht. Sehr schön. So, sag Janka, dass du nichts mehr tun kannst. So, dann hätten wir jetzt tatsächlich wirklich das auch noch gemacht. Warum es das beim letzten Mal nicht gespeichert hat, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Aber wir haben es jetzt. Das ist sehr schön. Und, ja, weiß ich nicht. Richte den gebrochenen Knochen im Bein. Fuck. Ist der überhaupt noch hier? Wer war gebrochen? Boah, Leute, euer Ernst jetzt, euer Ernst.
Euer Ernst? Boah, Leute, euer Ernst, wir müssen das noch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir werden jetzt da am besten nochmal hinreisen. Aber wo ist der Mann mit dem gebrochenen Haxen? Ey, es muss ja ein Bug sein. Es kann ja... Soll es denn sonst sein, oder? Aber das sind da gleich beide weg und der Bug ist nicht verschwunden. Ne? Ach, wir sind jetzt hier. Ach Gott, warte mal. Spiel laden. Kann ich nicht einfach so zurück? Vorplatz des Klosters. Rataya Mühle. Ich spiele schon 121 Stunden, willst du mich verarschen, ey. Ja, komm. Es tut mir leid, dann haben wir den Haxen nicht gebrochen. Es tut mir leid, wir haben die Quest abgeschlossen. Also die eigentliche Quest haben wir bestanden. Wir haben halt... das eine oder andere haben wir halt dann nicht geschafft. Es tut mir leid, kann mich nur entschuldigen. Aber ihr seht ja selber, da muss irgendwo ein Bug sein. Der Typ ist nicht mehr da. Okay, dann gucken wir mal jetzt uns ein bisschen um, ne? Johanga. Alle Zwiebelbürsten. So, wir gucken uns ein bisschen um. Was, alte Zwiebelbürsten? Was ist denn los? Wir können jetzt natürlich mehr mit uns machen. Was zur Hölle? Oh. Ja. Ja, ich bin kein Mönch, das weiß ich auch. So. Weißt du was, wenn wir jetzt schon mal hier sind, wir haben ja hier auch noch unglaublich wahnsinnig viele Quests. Der Ferseschmied, Sassauer Schmied. Okay, das wollen wir machen, der Waldenzer. Was und Scheiße, ein Freund in der Not. Okay, Mühle Ledeczko, ein Stück Heiligkeit. Das könnten wir eigentlich machen. Steinschlag könnten wir machen. Wir machen mal Steinschlag, Freunde. Wir machen mal Steinschlag. Den Valenzer lassen wir weg. So, Steinschlag. Wir wissen es uns nochmal durch. Auf der Baustelle des Sassauer Klosters gab es einen Unfall, der anscheinend durch schlecht geschnittenen Stein verursacht wurde. Der Thalenberger Steinbruchmeister ist besorgt, dass der Vorfall seinen guten Ruf in der Schmutz ziehen könnte. Der Steinbruchmeister möchte, dass ich ihm bei der Sache mit dem Sassauer Kloster behilflich bin. Ich habe Herrn Diewisch um Erlaubnis gebeten und er hat zugestimmt. Ich habe mich mit Herrn Diewisch Einverständnis zum Kloster aufgemacht. Ich kann allerdings nicht einfach auf dem Gelände herumspazieren. Schon gar nicht auf der Baustelle. Ich muss mit dem Klostermeister Meier sprechen, der für das gesamte Klostergelände zuständig ist. Nur er kann mir die Erlaubnis erteilen, die Baustelle zu betreten. Genau, und dann machen wir das jetzt. Wo ist der Klostermeister? Ey, Kapo. Ist er das? Helfer des Klostermeisters. Wir könnten ihn mal fragen, ne? Ja, wenn er möchte, aber er möchte nicht. Okay. Ist er das?
Der Klostermeier. Wieso habe ich? Ich frage mich jetzt, wieso ich hier so viele Punkte habe. Sprich mit dem Klostermeier. Was ist das? Das ist ja ganz eine doofe Quest. Wir gucken noch mal rein. Okay, wir reden erstmal mit ihm. Wie geht's? Ganz gut soweit. Und ihr euch? Ich bin im Namen von Herrn Divish hier. Er möchte, dass ich mich am Unfallort genauer umsehe. Und warum interessiert sich Herr Divish für diesen bedauerlichen Unfall? Er wüsste gern, welche Rolle die Qualität des Gesteins dabei gespielt hat. Eine große, nehme ich an. Aber deiner Untersuchung stelle ich mich nicht in den Weg. Ich habe bereits sichergestellt, dass man sich um den armen Mann kümmert. Und das ist alles. Danke. Ich weiß das zu schätzen. So, sprich mit dem Klostermeier, haben wir somit gemacht. So, wer war denn zuständig für den Einkauf? So, sprich mit dem Baumeister über den Unfallort. Ja, wir lesen aber das jetzt hier aber alles durch. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Das ist cool, Spartplatz. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Klar, verständlich. Ich hörte, du hast den Thalmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Tschüss. Entschuldigung. Entschuldigung. Tschüss. Sehr schön. Er macht aber wirklich, jetzt mal ohne Witz, ne? Er macht doch einen sehr vertrauenswürdigen und korrekten Eindruck irgendwie, ne? Bilde ich mir ein, oder? Oder täusche ich mich? Oder täusche ich mich? So, wo müssen wir jetzt hin? Der läuft doch hier irgendwo rum, oder nicht? So, wo müssen wir jetzt hin? Auf jeden Fall nicht in die Sackgasse. So, mit dem Baumeister müssen wir reden, ne? Bruder Pförtner, wieso können wir mit dem reden? Wir reden einfach mal mit ihm, weil wir es können. Ah, okay. Ja, ich bin natürlich vertrauenswürdig mit der Maske. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Ich bin ein Mönch. Lebe wohl. Scheiße, okay, da muss ich jetzt mal doch hier wirklich rüber. Steinmetz, ich rede mal mit dem. Vielleicht weiß der was Neues. Du hast dir nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Ja, den mag ich schon mal. Pass etwas besser auf. Schaut's mit dem aus, Steinmetz, Junge. Du hast hier nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Ja, das ist halt Zwillingsbruder, nur ohne Schnauze. Es ist herrlich hier. Wow! Hier war ich vorher auch noch nicht, ne? Cool. So, habe ich ja auch nichts verloren, oder was? Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Du hast auch nicht gerade einen Schutzhelm auf, du. So, der macht der Beusler, der hat recht. Der Leschek, grüße dich. Leschek, wie heißt der Leschek?
Ich sag den Namen, was machen die hier? Die hängen die Dinge auf, okay. Ah, schön, ne? Irgendwie. So, du bist der Chef, ne? Du bist der Steinmetzjunge. Wenn du hier nicht arbeitest, verzieh dich. Dann arbeite ich halt hier. Kann ich nochmal? Du hast ja nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen überfragt. Aber ich muss, glaube ich... Grüße dich, Wächter. Was benötigst du? Ich weiß gerade selber nicht, was ich machen muss. Bewachst du Prokops Höhle? So ist es. Ansonsten würden die Leute alles mitgehen lassen. Ja, du leistest gute Arbeit. Du leistest gute Arbeit. Schön, dass du es zu schätzen weißt. Natürlich weiß ich das zu schätzen. Wir machen aber die Quest jetzt mal noch nicht. Ich möchte hier doch wirklich... ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen mit der Redekunst... müssen wir da auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. So, wir müssen jetzt mal wirklich schauen, dass wir hier reinkommen. Was bist denn du für einer? Smola, okay. Der Typ ist da drüben, kann das sein? Aber schön hier, ne? So, kann ich mit dir jetzt nochmal reden, Bruder? Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Ja, kann ich den Truppen nicht irgendwie beidrehen oder so? Du bist es, ne? Baumeister Karl. Gott sei gegrüßt. Was soll mit dir? Ja, Gott sei mir auch mit dir. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Warum willst du dich dort überhaupt umsehen? Wegen der Thalmberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses Omen. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht normal. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Diebstahl, sagst du? Diebstahl, sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Es ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Aber Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Ja, das stimmt. Was hat's mit dem Dämonen auf sich? Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja, der wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Leszek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. So, Leszek, den hatten wir doch gerade schon eben, ne? Frag Leszek nach dem Schädel. Okay, sehr schön. Ja, dann danke ich dir. Zeig mir, wo der Unfall passiert ist. Wo ist der Unfall geschehen?
Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Lebe wohl. Suche nach Hinweisen. Ja, wo denn? Ja, was denn? So, sprich mit dem Baumeister, haben wir das schon mal wenigstens abgeschlossen. Es ist alles schön, wenn so alles viel gut zusammenpasst. So, weißt du was, dann machen wir hier eine Folgenpause. Welches Wirtschaftsgebäude? Unter der Treppe. Unter der langen Treppe. Das Wirtschaftsgebäude, also hier raus. Der oder was? Nee. Das ist nur der Wächter. Muss ganz ehrlich sagen, mich stört gerade die Markierung. So, was ist der? Suche nach Hinweisen. Was ist das jetzt schon wieder? Hey, danach. So, okay, egal. Wisst ihr was? Liebe Freunde, wir machen hier eine Folgenpause. Sehen uns dann hier wieder morgen in aller Frische bei Kingdom Come Deliverance. Und dann machen wir uns mal auf der Suche nach dem Schädel, nach diesem Fluch, nach diesem Dämon. Und gucken uns da mal ein bisschen die Baustelle genau an. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye. Und bis morgen. Ciao.